Ich habe mir jetzt gedacht, da ich jetzt seit knapp 2 Monaten die KVF habe, dass ich da ja auch eigentlich mal ein bisschen mehr Videos drüber machen könnte, was ich da verändere. Weil die wird natürlich so, wie sie da jetzt steht, nicht bleiben. Und ja, bei der KFX, da habe ich auch nie wirklich Videos zugemacht. Steht übrigens noch hier, ja, die ist nicht weg, für einige, die das denken. Ich habe die beide und die werde ich auch beide behalten. Ja, bei der KVF habe ich mir jetzt gedacht, ich werde da noch mal ein bisschen mehr auch außerhalb von Instagram, sondern auch mal auf YouTube mal vielleicht was machen, was sich so verändert und ein bisschen so die Leute auf dem Laufenden halten, also euch auf dem Laufenden halten. Ich glaube, das wird ganz schlimm. Ich höre mich selber überhaupt nicht gerne reden. Man hört mich ja auch in meinen Videos eher dann, wenn ich mit anderen Leuten rede. Ich rede ja eigentlich eher nicht so mit euch in den Videos. Aber mal schauen, vielleicht ändern wir das ja hiermit jetzt mal ein bisschen. Und ja, vielleicht wird das ja auch nie hochgeladen. Ihr werdet sehen oder hören oder wie auch immer. Ja. So, erstmal so ein bisschen zu der Maschine. Ist halt Baujahr 2009, ne? 50, also 49 PS, V2-Motor, derselbe, also fast derselbe wie in der KFX. Deswegen habe ich mich halt für die KVF entschieden, anstatt für eine King Quad, was halt erst meine Überlegung war, weil es gibt eigentlich nichts Geileres als eine King. Aber ich wollte dann doch lieber beim V2-Motor bleiben, weil ich bin nicht so der Einzylinder-Fan und da kenne ich mich wenigstens ein bisschen mit der Maschine aus, weil von der Mechanik ist die ähnlich wie die KFX 700. Ist halt nur, der Motor ist ein bisschen anders gebaut, 50 Kubik mehr, Einspritzer, aber von der Technik eigentlich sehr viel identisch. So, hoffe ich zumindest. So wie ich das bis jetzt rausbekomme. Ich habe es ja noch nicht so lange. So, können ja erstmal so allgemein von der Maschine reden, was da auch noch in Zukunft passieren wird. Wie man hier vorne schon sieht, das Ding hat noch keine Winde. Das wird natürlich in Zukunft noch kommen. Muss ich mal schauen. Ja, Miedl-Scheinwerfer. Ja, ich bin kein Freund von Miedl-Scheinwerfer. Alles einzeln hier mit Federn und nur so olle Kappen und hier, ich hatte ja bei der KFX, wer sich erinnert, auch Miedl-Scheinwerfer. Die haben relativ schnell den Geist aufgegeben. Die sind einfach nicht für Gelände gebaut. Die sind einfach nicht robust. Und jetzt hat die KVF auch wieder den Miedl-Scheinwerfer. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, ob es die Originalscheinwerfer überhaupt noch irgendwie vernünftig zu kriegen gibt oder ob es sie überhaupt mit E-Zeichen gibt. Weil dann werde ich die irgendwann austauschen, weil bei meiner KFX sind die alle gesprungen durch Temperaturunterschiede. Und der Rahmen irgendwann, wo die ganzen Federn hier drin sind, die sind alle gebrochen. Und hier kommt überall Dreck rein. Da sind die Originalscheinwerfer. Eigentlich, wie ich jetzt bei der KFX mal zeigen kann, schon ein bisschen besser. Das ist halt, hat keinen scheiß Rahmen, sondern eine ordentliche Plastikhülle. Da kommt kein Dreck rein. Die Kabel kommen an einer Stelle raus, auf der anderen Seite. Das Kabelchaos hier, hat nichts mit dem Licht zu tun. Fokussier. So. Das ist andere Kram. Und ja, das ist einfach tausendmal geiler als diese ollen Miedel-Dinger. Viele haben ja auch bei ihren Raptoren-Miedel-Scheinwerfer, die finde ich ja mega hässlich. Also, ich bin kein Fan von Miedel-Scheinwerfern. Also für Straßenfahrer, wer optisch drauf steht, okay, aber die sind einfach nicht fürs Gelände gebaut. Meine Meinung, ne? Jeder, wie er es mag. Und naja. Was man natürlich auch hier sieht. Guten alten Treckerblinker. Lässt sich nicht ändern, sind jetzt eh schon Löcher in der Verkleidung, wird also wahrscheinlich erstmal bleiben. Aber die werden halt neu verkabelt, weil da sind einfach nur ganz normale Stecker drunter. Die sind nicht wasserdicht, die sind nicht gut zu lösen. Und wenn man mal die Verkleidung abmachen will, wegen Saubermachen und so, ist so aktuell ziemlich scheiße. Da kommen noch neue Stecker dran, dass man die Verkleidung vorne leichter abnehmen kann. Ja, bleiben wir mal hier vorne. Das sind die Halter für die Seitenspiegel.
Designspiegel habe ich natürlich, weil ich die im Gelände fahre, eh nicht mehr dran. Also, die ist mal angemeldet, aber die wird wahrscheinlich nicht viel Straße sehen. Also, ich habe die alten, die Dunlop, die Reifen, die da serienmäßig drauf sind, auch schon weg. Hab da die Atrax drauf. Finde ich besser als die Bighorn. Sind preislich ähnlich. Sind aber, wenn man so von der Seite guckt, sind die Atrax breiter. Und dadurch hat man natürlich im Gelände den Vorteil, die Felge wird ein bisschen besser geschont, die packen besser. Die sind ein bisschen härter, das heißt, sie nutzen sich auch nicht so ab wie die Bighorn. Sind für Straße nicht gut geeignet. Aber wie gesagt, die wird ja nicht auf der Straße bewegt, weil die halt eine härtere Reifenmischung hat. Dadurch ist sie natürlich auf der Straße nie so gut wie beispielsweise die Bighorn. Größere Stollen kommen da wahrscheinlich erstmal nicht drauf. Aber mal schauen, weil das Ding wird wahrscheinlich auch bald einen Kühlerhochbau bekommen. Kollege, der hat ja, also die Bilder, die kennt ja, wenn ihr meine Videos kennt, kennt ihr ja wahrscheinlich die King, mit der ich öfter mal unterwegs bin. Die hat ja auch einen hochgelegten Kühler und das wird bei der wahrscheinlich auch passieren. Und vielleicht kriegt sie dann auch irgendwann ein Schnorchelkit. Also muss ich mal gucken. Gibt eins zu kaufen, 350 Euro für KG-Rohre. Bisschen übertrieben. Die Kawasakis genauso, also die KFX genauso wie die KVF sind ja sowieso serienmäßig geschnorchelt, also direkt hier vorne vorm Luftfilter, man kann es jetzt wahrscheinlich eh nicht sehen. Na, nee. Da ist ja eh schon der Schnorchel, das heißt Wassertiefe bis hier. Schriftzug sagt man immer, kein Problem, ist machbar, aber vielleicht kriegen wir das ja noch ein bisschen höher. Ich habe schon geguckt, dieses Plastikteil, Löcher rein, mal schauen. Keine Ahnung, ob das Ding bleibt. Ist schon gut rostig und dreckig. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Braucht eigentlich keine Sau. Ist ja praktisch, aber verfehlt meistens die Funktion. Ja. Ja, was kann man noch so sagen? Ja, KVF. Ne? Oh, ist noch ein bisschen Feuchtigkeit drin vom Sauber machen. Serienmäßig, wasserdicht. Ja, hier kommt ein bisschen rein, wenn man die sauber macht und von unten reinsprüht. Aber ansonsten. Welche ATVs in der Preiskategorie haben schon sowas? Kingquad hat so ein Ding auch, aber das ist nicht wasserdicht. Bei dem kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, bis auf diese kleine Stelle hier, wo halt die Dichtungen zusammengeführt werden, ist das auf jeden Fall schon mal wasserdicht. Wenn man also darauf aufpasst oder hier vielleicht noch ein bisschen Sikaflex Motordichtmasse draufpackt, dann ist das auf jeden Fall dicht. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache für Handy und so mit dem Gelände. Haben die wenigsten. Ja. Dann, was kommt auf jeden Fall? Ah ja, genau. Hier natürlich schon das olle Standardschild ausgetauscht gegen dasselbe Schild, was auch meine KFX 700 hat. Ist natürlich, eigentlich sollte das exklusiv für meine KFX 700 sein. Aber ich hatte nur, ich habe davon noch einen Ersatz liegen und hab gedacht, bevor ich da jetzt irgendwie mir überlege, was ich da jetzt eigenes mache, schraube ich erstmal das Ersatzschild dran. Ja. So. Jetzt kommen wir zum Schlimmsten an dem ganzen Ding. Das sind die Rückleuchten. Das geht ja mal gar nicht. Also, das ist auf jeden Fall eine der ersten Baustellen, die jetzt kommt. Eigentlich war hier zwischen ein Autokennzeichenhalter und das Kennzeichen von dem Vorbesitzer war Autokennzeichen. Warum auch immer man das beim Quad hinten macht, mega hässlich, braucht keine Sau. Das heißt, die Dinger können ab. Da kommen andere Scheinwerfer dran, also Rückleuchten. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das mache. Ich weiß nicht, ob das hier hinterkommt oder ob das ein eigenes Video wird. Ja. Wie gesagt, ich werde nichts in die Verkleidung bohren, weil ich bin kein Fan davon, Löcher in Verkleidung zu machen. Also, ich könnte mich schon darüber aufregen, dass. Ja, gut, da habe ich mich jetzt gerade richtig schön in Rage geredet und dann hat die Kamera aufgehört zu filmen, weil ich das jetzt hier gerade noch mit dem Handy mache, weil mit der GoPro hier rumrennen, voll unpraktisch. Meine Handykamera sollte eigentlich auch gut genug sein,
um das hier zu machen, was ich hier gerade mache. Ja, worauf ich gerade eingehen so wollte, ist halt, ich werde keine weiteren Löcher in die Verkleidung bohren, weil mich das mega stört. Ich könnte mich mega darüber aufregen, dass hier Löcher sind für die Blinker. Man kann keine anderen Blinker irgendwo hinmachen oder anders machen oder wie auch immer, ohne dass da Löcher bleiben. Warum tut man das? Genauso wie hier hinten. Oder hier vorne. Extra Loch reingebohrt für einen zusätzlichen Schalter für eine Nebelschlussleuchte, die kein Mensch braucht. Jetzt habe ich da ein Loch. Da werde ich wahrscheinlich immer einen Arbeitsscheinwerfer anschließen. Aber letztendlich, wenn ich jetzt nichts anderes mehr habe, was da dran kann, ist da ein Loch in der Verkleidung. Oder ein Schalter, der keine Funktion hat. Das ist doch scheiße. Warum macht man sowas? Mein bestes Beispiel, KFX 700. Du kriegst kaum, also man kriegt kaum noch Verkleidungen ohne Löcher. Da ist ein 2,5 cm großes Loch, weil da irgendein Idiot mal meinte, ich muss da mein Zündschloss haben. Obwohl hier dieses Originalteil hat extra oben für Zündschloss und Aussparung und fast alle alternativen Lenkerschellen für die KFX 700 haben auch Halter fürs Zündschloss. Nein, wir bohren da ein Loch rein. Das kriegt man nie wieder zu, da kann man nichts mehr machen. Es ist schwachsinnig. Leute, die sowas tun, gehören, keine Ahnung. Ich will jetzt eigentlich hier nicht groß erzählen, aber denkt euch was aus, was man mit dem machen sollte. Da auch ein Loch für irgendeinen Knopf, der da mal war, der nicht mehr existiert, sieht scheiße aus. Da auch, da auch, da habe ich jetzt selber wieder einen Schalter hingelegt. Da sind meine Arbeitsscheinwerfer dran, die nicht verbaut sind. Also es ist quasi im Moment auch ohne Funktion, aber naja. Ja. Kommen wir zurück zu KVF. Ja, es wird auf jeden Fall kommen neue Lampen. Nebelschlussleuchte kommt ab. Wie gesagt, braucht kein Mensch. Wird auf jeden Fall alles hier hinten ein bisschen optisch dezenter und hübscher. Ich habe da auch schon welche liegen. Wird ein eigenes Video. Ich weiß gerade nicht, ob ich das schon gesagt habe oder ob das abgeschnitten wurde, weil gerade das Video einmal beendet wurde. Kleines Kennzeichen habe ich natürlich auch schon. Grüße gehen raus an Devil. Der hatte ja schon die Probleme mit seinem Kennzeichen, als er da letztens, also kurz nachdem ich die gekauft hatte, da habe ich noch mit ihm geschrieben. Ich wollte eigentlich nur bei der Zulassung darauf bestehen, so ein Kennzeichen zu bekommen, anstatt ein Autokennzeichen, weil dieser ja hinten vorher ein Autokennzeichen hatte. Dann habe ich halt ein bisschen diskutiert und die waren sich selber nicht sicher. Und letztendlich kam dann der Obermacker da von der Zulassungsstelle in Essen, weil da mein aktueller Wohnort halt in Essen ist, muss ich leider Essen meine Fahrzeuge anmelden, obwohl die in Münster stehen und in ihrem Leben noch nie Essen gesehen haben. Ja, Deutschland halt. Ja, ich bin halt hingegangen, habe gesagt, ist ein Quad, ich möchte gerne das kleinstmögliche Kennzeichen haben. Die haben stumpf gesagt, ist das LOF, also Trecker? Ich so, ja. Also hat offene Leistung. Die haben gesagt, okay. Ist denn eingetragene Höchstgeschwindigkeit vorne? Ich so, nein, die ist komplett offen. Dann sag ich, ja, dann kriegst du ein LKR-Kennzeichen. Und das sind die. Und da wurde auch noch nicht weiter diskutiert. Das habe ich direkt gesagt, ja klar, nehme ich. Und ist doch geil. Jetzt muss ich natürlich zusehen, dass ich für meine KFX vielleicht auch noch mal irgendwann die kleinen Kennzeichen kriege, bevor ich irgendwann wieder komplett nach Münster ziehen sollte, könnte, wie auch immer. Weil in Münster kommt man nicht an die nicht dran. Da hat man nicht dasselbe Problem wie jetzt Devil hatte, dass die sich da mega querstellen. Deswegen hoffe ich, dass ich dann irgendwann die KFX auch nochmal die kleinen Kennzeichen dran machen kann, bevor ich die ummelde, dass ich dann quasi sagen kann, kleine sind dran, geht nicht anders, muss so bleiben. Naja, mal schauen. So. Zurück zum Thema. Was wird noch gemacht? Ein wunderschöner Originalauspuff. Das, ja. Also das geht gar nicht. Also das Ding hat Sound wie, keine Ahnung, ein Elektroroller. Also nicht vorhanden. Es ist, da es ein Einspritzer ist, hat die keinen Sound, obwohl der Motor größer ist als bei der KFX. Also da kommt ein anderer Auspuff drunter. Ich habe auch noch einen Sportauspuff von der KFX liegen. Eigentlich ist der als Ersatz erdacht, weil der Leo mir schon dreimal auseinandergeflogen ist, den ich unter der KFX habe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich den Ersatz Sportauspuff, den ich für die KFX noch liegen habe, unter die KVF bauen. Und dann muss ich mir nur was wegen Krümmer überlegen, weil die Bauart, der Rahmen und der Motor, die haben
bisschen anders ist und deswegen leider die Anlage für die KFX nicht unter die KVF passt. Und deswegen brauche ich noch irgendjemanden, der mir einen Krümmer baut. Soweit zu dem Thema. Was wird denn noch auf jeden Fall gemacht bei der? Arbeitsscheinwerfer ist klar, habe ich auch schon. Müssen nur noch angebaut werden für vorne. Winde vorne habe ich schon gesagt. Die kriegt natürlich einen richtig geilen Unterfahrschutz noch, weil wenn man sich den mal ansieht, das ist nur so ein scheiß Kunststoff-Unterfahrschutz, der einfach mal offen an einigen Stellen ist. Ich meine, wenn da jetzt ein Stock reinfliegt, dann haut er mir direkt gegen die Antriebswelle, dass hinten zum Differential geht. Ich meine, wer baut sowas? Ich meine, Kawasaki baut ja echt geile Sachen, aber was haben die sich dabei gedacht? Und so ein Unterfahrschutz kostet auch mal eben 300 bis 400 Euro, je nachdem, wo man den kauft. Also da wird wahrscheinlich auch noch irgendwas anstehen, selbst gebaut, aus Aluplatten. Ja. Oh ja, was ich auch noch erwähnen kann, versteckte Spurstangen mit versteckten Spurstangenköpfen sind natürlich auch schon verbaut. Sind die identischen wie bei der KFX. Also da hatte ich sowieso noch welche. Musste ich gar nicht groß regeln. Also dann sind genau dieselben, selbe Länge, alles gleich. Konnte ich so, die ich bei der KFX auch dran habe, da habe ich ja auch die verstärkten, konnte ich genau dieselben einfach hinten, vorne bei der KVF verbauen. Mensch, das laber schon wieder scheiße. Kann sie gar nicht hochlabern. Hochlabern. Oh Mann, ey. Ja, was noch? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, vielleicht wird die noch geliftet. Ich habe auch schon geguckt, für 160 Euro gibt es ein Lift-Kit. Das heißt, da wird einfach hier vorne und hinten etwas dran gesetzt. Dadurch kommt die dann halt 2 Zoll weiter runter, die Halterung. Was dafür spricht, logischerweise, die wird höher. Und es ist jetzt auch bezahlbar, finde ich. Also könnte man es machen. Was dagegen spricht, ist aktuell, dass sie eigentlich auch, wenn sie nicht auf der Straße gefahren wird, wegen Zulassung und so und wegen Fürstenforst, wo die Fahrzeuge angemeldet sein müssen, eigentlich ja Straßenzulassung haben soll, was dann aber mit den Dingern nicht legal ist. Und zweitens, was auch blöd ist, die ganzen Offroad-Fahrer werden es wissen, so steiler man den Winkel stellt von den Antriebswellen, desto mehr werden die natürlich belastet. Also, ich habe eigentlich nicht vor, den Winkel so weit zu erhöhen, dass die so steil stehen, dass die deutlich mehr belastet werden, weil ich jetzt auch nicht das Geld habe, wie einige Polaris-Fahrer, 5000 Antriebswellen im Jahr zu kaufen. Deswegen mal gucken, ob die Lift-Kit kriegt. 2 Zoll sind natürlich schon ein Unterschied. Also die ist ja allein schon 1 Zoll größer geworden durch die Reifen. Sind dieselben, ist dieselbe Reifengröße wie bei den scheiß Dunlop, die da vorher drauf waren. Aber die Dunlop haben einfach null Profil. Und das obwohl die, ja, die waren zwar schon runtergefahren, aber die haben auch normal kein Profil. Und die ist einfach gefühlt schon einen Zoll höher gekommen, nur weil da vernünftige Atrax drauf sind. Also, ja. Also jetzt wisst ihr mal ein bisschen, was hier noch ansteht. Wie gesagt, muss halt gucken, wann, wie das alles gemacht wird. Ist ja jetzt auch finanziell auch erstmal was gewesen, die sich überhaupt anzuschaffen. Weil, ich habe ja mein Alte nicht verkauft. Die KFX steht ja hier noch. Und sich dann natürlich mal eben so ein ATV mit kaum Kilometer auf Uhr zu holen, auch wenn die schon 10 Jahre alt ist, die stand halt nur rum. Billig war sie nicht. Also, der Preis war absolut in Ordnung für die Kilometer, die sie auf Uhr hat. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem eine Anschaffung gewesen, die muss erstmal bezahlt werden. Deswegen wird dann nach und nach langsamer was passiert. Also, es werden jetzt nicht Riesensprünge sein, dass das Ding in 2 Monaten schon komplett anders aussieht. Aber es wird halt nach und nach was gemacht. Und wenn das interessant für euch ist, wenn ihr da Bock drauf habt, das zu sehen, dann schreibt es drunter. Wie gesagt, das ist jetzt ein Probevideo. Keine Ahnung, ob das überhaupt online geht oder ob ich mir nachher denke, oh Gott, wie peinlich. Das lösche ich wieder. Das werdet ihr jetzt ja wissen. entweder wird dann öfter mal jetzt sowas kommen
oder eher nicht. Ja, so. Dann haben wir das soweit. Dann würde ich sagen, wir schreiben einander in den Kommentaren. Ich werde jetzt nicht um irgendwelche Sachen betteln, das ist nicht mein Ding. Also, ciao. Godzilla.